Willkommen, meine Lieben, zu einem weiteren Part bei unserer Familie Winter. Wir sind bei Kira, Preston und Gabby. Ne, oder? Genau, Gabby. Ja, unsere Sims sind alle wach. Wir haben Sonntag, 13.12 Uhr. Und wir haben mit der Kira heute was vor. Ich möchte ein bisschen weiter mit ihrer Story kommen. Preston und Gabby haben wir ja schon jetzt zusammenziehen lassen. Unsere Gabby ist gerade dran, für ihre Arbeitsstelle als juristische Sekretärin ein bisschen was zu sortieren, recherchieren, archivieren. Und unser, ja, wie man es vielleicht eben schon gehört hat, da war so ein klitzekleines Miauen im Hintergrund. Ich habe auch eine kleine Überraschung noch für diese Familie. Wir haben zwei kleine Kitten im Haushalt. Ihr seht hier vorne die Nugget und hinten die Ruby. Es sind zwei Mädels, zwei klitzekleine süße Mäuse. Ich finde sie so cute, die zwei. Genau, die graue ist die Ruby und ich kann euch ja mal ganz kurz ihre Merkmale zeigen. Sie ist gerissen, faul und eine reservierte Katze. Sehr interessant, die Kombination. Und die Nugget ist anhänglich, Vielfraß und ein flauschiges, kleines, süßes Mäuschen. Und ja, die haben wir jetzt schon seit knapp einem Tag. Die sind jetzt zwei, glaube ich, Tage alt schon. Und ja, werden auch in 5 Tagen dann zu erwachsenen Katzen. Ich finde sie so süß. Mir hat es die ganze Zeit gefehlt hier in dem Haushalt, weil wir hatten überall die Katzensachen rumstehen. Beziehungsweise kann man das ja auch für einen Hund nehmen. Aber ich habe mir überlegt, so irgendwie, wann während der Uni, vielleicht ein bisschen blöd. Beim Arbeitsleben habe ich es mir jetzt dann schon eher vorgestellt, weil die anderen ja alle zu unterschiedlichen Zeiten auch arbeiten gehen. Der Preston geht zum Beispiel von Montags, von Dienstag bis Samstag von 8 bis 15 Uhr. Die Kira ist Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstags von 14 bis 21 Uhr. Und die Gabby ist Montags bis Freitags von 8 bis 17 Uhr. Genau, so sieht das aus. Ja, kommen wir zu unserem ursprünglichen Plan. Es geht um die Kira, die Stephanie. Wer Stephanie nicht kennt, das ist aktuell ihre Partnerin. Die Kira ist hier mit der Stephanie zusammen und ich zeige euch jetzt eine Sache, die mich ein bisschen überrascht hat. Die Kira ist aktuell sehr unzufrieden in ihrer Beziehung. Auch wenn die beiden verlobt sind, hatten sie in letzter Zeit nicht sehr viel Kontakt. Und ja, die Kira hat sie auch mehrmals versucht anzurufen. Die Stephanie ist nicht rangegangen, die hat scheint viel zu tun, auch wenn sie aktuell eigentlich keine Arbeitsstelle hat. Ist sie der Kira so ein bisschen aus dem Weg gegangen? Ich weiß nicht, was genau da los ist. Ich würde gerne auch in die Richtung ein bisschen gehen, mit der Stephanie zu quatschen. Aber es geht auch um den Marlon. Wir wissen, dass der schon immer in die Kira verliebt war. Der hatte von Anfang an ein Auge auf sie geworfen, wollte auch einmal ein Versuch wagen, seine Gefühle zu ihr zu gestehen. Dann ist sie aber mit Stephanie zusammengekommen. Dann hat er gesagt, okay, gut, er möchte keine glückliche Beziehung zerstören. Er hält sich zurück und hat in dem Sinne einen riesen Einstecker kassiert. Und auch seitdem immer war er nur freundschaftlich zu ihr. Nie irgendein Flirtversuch. Aber Stephanie wohnt bei ihm. Und gut, außer von seinen Merkmalen ist das jetzt nicht so optimal. Auf jeden Fall, wie gesagt, Kira fühlt sich von ihm auch sehr angezogen. Er lustigerweise weiß es jetzt nicht, das müsste ich dann noch ein bisschen cheaten. Aber Marlon gegenüber Kira, erster Schwarm. Er war von Anfang an, wie gesagt, in sie verliebt, hatte Narren an ihr gefressen. Und ich möchte heute zwei kleine Dinge abschließen. Zum einen möchte ich mit der Kira in eine Bar gehen und so ein kleines Konzert geben, in dem sie was singt oder mit der Gitarre spielt. Und sie wird den Marlon dazu einladen. Und ja, mal gucken, was im Verlauf der Folge noch passiert. Ich habe ein bisschen was geplant. Mal gucken, wie ich das so umsetzen kann. Und ich würde sagen, wir reisen in die Bar und gucken mal, ob wir da so ein bisschen singen können, ein bisschen Geld verdienen können. Es ist ja auch in dem Sinn eine Aufgabe, sage ich jetzt mal, von ihrem Bestreben. Sie hat ja das herrliche Reich bei einer Wette verloren und da müssen wir auch Geld verdienen, ganz, ganz, ganz viel Geld verdienen. Und da dachte ich mir, komm, sie wollte auch auf jeden Fall mal so einen öffentlichen Auftritt haben in der Bar, einfach mal so ein bisschen gucken, okay, wie kommt das Ganze denn an? Und ja, wir haben den Marlon jetzt direkt mitgenommen und haben gesagt, hier, hast du Lust mitzukommen? Ich habe gerade ein bisschen Knirsch mit der Stephanie. Es läuft gerade nicht so, wie ich will. Ich sehe sogar unser Bruder hier hinten, Johnny Boy ist auch da, cool.
Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu ihm und umarmen ihn. Das ist natürlich für ihn unheimlich schwer. Also würde ich mir zumindest vorstellen, wenn ich hier auf jemanden stehe, der mich einlädt irgendwo und er mich umarmt und dann mit mir so ganz normal redet. Okay, aber dieses Umarmen, das wäre für mich auch zum Beispiel eine Sache, du kommst der Person dann so nah, das ist nicht einfach, muss ich gestehen. Also das ist, wir gucken einfach mal, ob er das machen würde. Und ja, ich habe dieses Café, diese Bar ein bisschen umgeräumt, dass wir hier ein Mikrofon und so einen Verstärker für die Gitarre, wir haben jetzt nur die Gitarre natürlich bei, haben. Und ja, dann werden wir aber mal ein bisschen gucken. Okay, er freut sich auf jeden Fall, dass sie da sind. Ich würde sagen, wir quatschen jetzt einfach mal ein bisschen mit ihm. Kannst mal schmeicheln, sagen, hey Marlon, es freut mich so, dass du hier bist. Wir können mal hier über Geselligkeitstipps reden und sagt, und Kira, wie geht's dir denn so? Lange haben wir nichts voneinander gehört. Ich habe dich online ein bisschen verfolgt auf den Social Medias. Und was macht ihr? Ach so, schmeichel. Ich dachte jetzt gerade schon, jetzt fangen die hier an rum zu dächteln. Das wäre es jetzt. Das wäre es jetzt. Ja, ich würde sagen, wir bestellen uns dann auch eine Kleinigkeit zu trinken. Seitdem sie Stephanie ihr den Antrag gemacht hat, was auch sehr, sehr spontan kam, ist es irgendwie komisch zwischen den beiden. Kira sagt auch irgendwie, hat das Ganze so ein bisschen vielleicht auch an Reiz verloren. Hochschwangere Babybauch ist sie da. Und der Jerry ist sogar auch da. Wie süß sind sie beide gekommen. Wehe, ihr trinkt Alkohol, vor allem du, Naomi. Und er sagt auch so, ich weiß, dass sie viel aktuell unterwegs ist, viel macht. Ich sehe sie selbst nicht so viel, aber ja, das ist schwer. Das kann er ihr schon so abkaufen. Ich würde sagen, wir steuern den Marlon mal und dann machen wir einfach mal tiefgründige Unterhaltungen, quatschen einfach mal so ein bisschen und die beiden unterhalten sich. Sie fragt, wie geht's dir denn überhaupt? Hast du jemanden kennengelernt? Also nee, leider nicht. Ich bin ziemlich auf die Arbeit konzentriert. Er ist nämlich auch lustigerweise in der Politikkarriere, ist aber ziemlich weit unten vom Job. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Machen wir mal Gemeinschaftsorganisator und wir lassen ihn jetzt mal nicht zur Arbeit gehen. Und sie sagt, hey, das ist doch voll schön, dass du dich da so engagierst, dass es in deinem Berufsleben so klappt mit Beziehungen. Das kommt noch, versprochen. Also ja, ich bin da halt eher so der ruhigere Typ. Und ja, ich weiß nicht, er hat ihr auch einen Brief geschrieben. Einen Liebesbrief hat er ihr geschrieben. Den habe ich hier dabei, handgeschriebener Liebesbrief. Handgefertigter Brief von Marlon. Und ich weiß nicht, können wir den jemandem geben? Ich weiß nicht, können wir den jemandem geben? Moment. Ich weiß nicht, ob wir ihr den geben könnten. Auf jeden Fall hat er ihr den Tag versüßt. Das ist ja schon mal einiges wert. Ich würde sagen, wir machen auch mal einen Flirter einfach, um zu gucken, okay, wie sie so drauf reagiert. Das sind aber natürlich alles so ganz dezente Flirtversuche. Anmachsprüche, also jetzt nichts Extravagantes, sage ich jetzt mal. Wir werden ja auch mal hinterher gucken. Und wenn sich die Bar ein bisschen gefüllt hat, werden wir dann singen, mit der Gitarre ein bisschen spielen. Und ich bin mal gespannt, wenn er gleich den Flirtversuch macht und ihr hinterher guckt, wie sie reagiert. Achtung. Wow. Okay, Marlon hat erfahren, dass Kira folgende Fähigkeiten besitzt. Logik hat die romantische Fähigkeit, aber okay. Jetzt guckt er ihr hinterher, das ist schon süß. Ah, ich habe da einen riesengroßen Plan, den ich versuche in die Tat umzusetzen. Oh mein Gott. Sie haben eine Liebesball. Sie haben eine Liebesleiste. Leute, sie haben eine Liebesleiste. Nein, sie haben eine Liebesleiste. Wie geil. Oh, das läuft ja schon mal gut. Ich hatte ein bisschen Angst. Auf jeden Fall, die Kira wird in der Beziehung natürlich jetzt nichts so Aktives machen. Wir werden hier mal von nach Lieblingsautor fragen und dann einfach mal ein bisschen uns unterhalten. Und er sagt, es tut mir leid, dass es aktuell nicht so gut läuft zwischen euch. Wie gesagt, ich sehe sie halt auch nicht so oft. Wir sind nur Mitbewohner. Wir mischen uns auch nicht in die anderen Leben ein. Auch jetzt nicht, wann sie wieder nach Hause kommt. Hast du jetzt Tschüss gesagt zu ihm? Auf jeden Fall, ja, es wird spannend. Kira, du sollst dich mit Marlon unterhalten, meine Güte. Und dich nicht hier mit Gott und die Welt über ein neues Album schwärmen. Und er wird dann nochmal, ja, so ein bisschen ein Kompliment über das Outfit machen. Sag, Kira, du siehst dafür heute echt gut aus. Verstehst nicht falsch, es ist wirklich nur ein Kompliment. Oh,
Okay, das hat jetzt nicht so gut gefunkt, sage ich jetzt mal. Und ja, mal schauen, mit Kira plaudern mit Kira und Jessica. Ich klicke das jetzt mal weg, dass wir hier ein bisschen auch vorankommen. Ich habe heute wirklich noch einiges vor mit den beiden. Wie das ausgeht, werden wir auf jeden Fall sehen, ob das auch alles so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Mal gucken. Auf jeden Fall quatscht er jetzt hier auch nebenbei mit der Jessica. Und die Kira geht jetzt, guckst ihr dann zu und ja, wir singen jetzt einfach mal so ein bisschen. Genau. Oh, wie cool. Wie cool. Einen Auftritt können wir leider nicht geben, aber wir tun jetzt einfach mal so, dass sie hier einfach ihr Bestes gibt, singt, zeigt, was sie für ein Talent hat. Oh, wir haben sogar schon 16 Simoleons bekommen. Ja, guck doch mal, er ist total kokett. Er ist voll kokett. Er guckt sie jetzt an. Hat sie jetzt aufgehört zu singen? Dann improvisier mal mit der Gitarre. Und sie würde jetzt einfach so ein paar Liedchen von sich trällern, die sie so geschrieben hat. Ich habe leider kein aktives in der... Moment. German Lied singen, Songtext schreiben. Okay, mal gucken, ob das funktioniert. Und er schmachtet sie halt an und denkt sich dann halt auch die ganze Zeit so, boah, er würde so gerne einfach sich trauen, ihr zu sagen, was er empfindet, dass er sie total toll findet. Seit einer Ewigkeit, seit der Highschool eigentlich schon in sie verliebt ist. Eigentlich schon seit Kindheitstagen, muss man sagen. Vorführungen ansehen, genau. Er guckt jetzt auch mal die Vorführungen an und er ist auch sehr stolz auf sie, dass sie das alles so geschafft hat. Dass sie sich jetzt ihr traut, ein bisschen vor sich hin zu klimpern, zu zeigen, was sie kann. Es ist halt wirklich wunderschön, sag ich jetzt mal. Also er ist wirklich voll verknallt in sie. Muss man wirklich sagen. Ich denke mal, er wird ihr... Ich könnte mir vorstellen, dass er ihr nach diesem Auftritt vielleicht auch einen Kuss auf die Wange irgendwie gibt. Könnte ich mir echt gut vorstellen. Er wird sie auf jeden Fall danach mal knuddeln gehen, sagen, hey, das hast du super gemacht. Schau, das ist doch voll gut angekommen bei den Gästen. Du hast voll gerockt. Auf jeden Fall wird sie danach auch nochmal singen, aber erst wird sie jetzt hier ein bisschen mit der normalen Gitarre spielen. Genau, und da ist unsere Kira. Unsere Kira! Ja, mit Stephanie, ich weiß nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen komisch gerade. Wie gesagt, die Kira ist sehr unzufrieden in der Beziehung. Die Stephanie meldet sich halt auch nicht. Wie gesagt, seitdem die beiden verlobt sind, hat's wirklich so den Glanz verloren, sage ich jetzt mal. Ja, und der Marlon, der steht da, schmachtet sie an. Und schaut ihr halt jetzt die ganze Zeit so zu, was sie da so macht, wie sie singt, wie die Leute auf sie reagieren und ist halt echt unentschlossen, wie er dieses ganze Thema halt angehen soll, ihr die Gefühle, oh toll, jetzt sitzen die ineinander, ja, wie er ihr halt die Gefühle gestehen soll, er ist halt wirklich so verknallt in sie, er weiß halt nicht, wie er diesen Schritt machen soll, er weiß, okay, es ist gerade so ein bisschen Geknirsche zwischen den beiden, es ist halt echt alles nicht so einfach für die zwei, also vor allem für ihn halt, sie weiß es ja in dem Sinn nicht, hat sie das jetzt schon wieder abgebrochen? Nee, sie lacht gerade nur, okay. Sie weiß es halt nicht, sie findet ihn attraktiv, sie ist ja bisexuell, sie steht auf Männer als auf Frauen, sie hat da jetzt kein Problem mit. Aber sie ist halt mit Stephanie verlobt sogar und na, irgendwie, das kriselt so ein bisschen. Und er unterstützt sie halt auch da viel, ist für sie da, sie hat ihn letztens auch in der Nacht mal spät angerufen, hat hier nachgefragt, hier können wir kurz mal reden, überhaupt kein Thema für ihn, er ist da für sie. Ja, aber unser Schnuckiputz würde halt gerne ihr endlich die Wahrheit sagen, was halt los bei ihm ist, dass er halt wirklich mehr für sie empfindet. Allein der Blick, guckt ihn euch an, der ist so ein süßer Fratz, der Schnucki. Und ja, unsere Süße halt, er hat halt echt überhaupt keine Ahnung. Ich würde sagen, wenn sie jetzt hier ein bisschen gesungen hat, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was verdient. Was haben wir verdient? Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was verdient, jetzt nicht die Welt, aber ein bisschen, das reicht aus. Ich würde sagen, sie wird ihn danach nochmal auf ein Glas, diesmal jetzt Alkohol, wir haben 17:22 Uhr, das ist ausnahmsweise mal okay.
Wir werden, glaube ich, hier so einen Zuckersaft oder was das ist, mal uns dann bestellen, beschwipst vom Trinken. Okay, also sie ist schon dezent beschwipst, auch wenn es eigentlich ein alkoholisches Getränk war. Ja, mal gucken, ob er vielleicht doch noch den Mut aufbringt und sagt, Kira, hier, ich empfinde mehr für dich. Auf jeden Fall haben sie jetzt eine sehr, sehr kleine romantische Liebesleiste. Ich würde sagen, er wird ihr nochmal hinterher schauen. Und wird auch, wir werden auf jeden Fall die Nummern mal austauschen. Einfach, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Die beiden kennen sich ja an dem. Er wird auch nochmal ein Kompliment übers Outfit machen. Sagen, hey, du bist echt so eine tolle Persönlichkeit. Ich verstehe es nicht, warum die Stephanie da so komisch zu dir ist. Aber das muss sie wissen. Ich kann dir nur sagen, ich würde das nicht tun. Das sagt er ihr jetzt schon mal so. Hast du auch deinen Trink genommen? Nimm ihn bitte, damit wir nicht hier umsonst bezahlt haben, ne? Perfekt, 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 genau. Jetzt sitzen wir natürlich leider nicht alleine hier am Tisch, aber okay, gut, das ist okay. Ja, mal gucken. Mal gucken. Er wird ihr nochmal hinterher schauen. Ein Kompliment wird er ihr machen. Wir werden auch nochmal flirten. Also wir versuchen es. Wir versuchen es, wir versuchen es, wir versuchen. Sie wird aber auch jetzt mal hier ein bisschen aktiver werden. Und wird ihm ebenfalls hinterher gucken, weil auch so ein bisschen der Alkohol schon so sein Ding tut, sage ich jetzt mal. Und ja, sie merkt so, okay, gut, mit Marlon, das ist irgendwie ein bisschen anders da. Ihr wird auch so ein bisschen warm im Bauch. Wie süß, oder? Er hat sie was gefragt. Och, wie süß. Ich finde die beiden sehr, sehr cute zusammen. Oh. Uiuiuiuiuiui. Okay. Ich würde sagen, damit wir einfach mal hier so ein bisschen die ganzen Standardfragen auch kennen. Genau, und einfach mal gucken, was sie sagt. Wir gucken einfach mal. Können wir Frank Kira Kinder will nach einer Liebesgeschichte von Wu fragen? Okay, da können wir jetzt aktiv leider nichts fragen. Oh, Achtung, 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 jetzt kommt's. Und? Wie reagiert sie da drauf? Ich muss schon sagen, es ist ein richtiger Ego-Boost, dass du dich sehr angezogen von mir fühlst. Okay. Was sagt sie da drauf jetzt, wenn er fragt, oh, wie sieht es bei dir so aus? Wie fühlst du dich? In Wahrheit fühle ich mich sehr angezogen. Oh mein Gott. Mein Spiel hat mich heute ausnahmsweise mal richtig lieb. Richtig lieb hat mich mein Spiel heute, Flirten. Wir tauschen auf jeden Fall mal die Nummern gerade und ich habe den Eindruck, das wird gerade ein bisschen zu voll hier in der Bar. Wir werden eine schlüpfrige Frage auch mal von seiner Seite aus stellen. Sie muss auf jeden Fall ganz dringend pieseln. Seht ihr, Glas leer? Oh. Intensive Lust. So viel Lust macht dich unwohl. Es wäre klug, einen Weg zu finden, um diese Spannung loszuwerden. Und sie ist ausnüchternd. Kür fühlt sich leicht betrunken und sie ist total lässiges Getränk. Okay, sie geht auf jeden Fall jetzt mal. Oh, jetzt gibt. Oh, okay, jetzt wird's spannend. Nimmt sie das an? Und man spürt halt richtig so die Vibes, wie die pulsieren zwischen den beiden. Es werden schmachtende Blicke. Oh nein, jetzt pieselt sie sich ein. Oh nein, bitte nicht. Nein. Ach süßes, tut mir leid. Entschuldigung. Aufwischen. Entschuldigung. Dann gehen wir hier Hände waschen. Hände waschen. Zähne putzen. Oh nein. Es tut mir leid, Süße. Es tut mir leid. Das wollte ich wirklich nicht. Vielleicht hat sie auch einfach nur hier gerade den Kopf voll wegen eurer bevorstehenden Verlobung. Das sagt er dann natürlich so ein bisschen traurig. Und man merkt, die beiden, ja, sind halt echt schon so ein bisschen angetrunken. Die Kira guckt ihm jetzt nochmal hinterher. Die romantische Beziehung von Kira und Marlon ist so stark, dass ihre romantische Zufriedenheit jetzt unabhängig voneinander ist. Schaut's euch an, wie süß, oder? Cute. Ah, Leute, ich freue mich, diesen Schritt jetzt gerade zu gehen. Und jetzt ärgert er sie sogar so ein bisschen. Er sagt doch, hier, macht jetzt nicht so lange. Die plänkeln jetzt einfach so ein bisschen rum. Jeder kennt das, wenn man so ein bisschen frisch verliebt ist. Dieses gegenseitige Genecke auch. Das geht jetzt so bei den zwei gerade so ein bisschen. Kira, wo willst du denn hin? Tanzen. Gute Idee, gute Idee.
Und die beiden tanzen jetzt einfach in Ruhe zusammen, unterhalten sich. Und er sagt, hey, du warst super vorhin beim Singen, beim Gitarre spielen. Hast doch gemerkt, die Leute, die mögen das, denen macht das nichts aus, die finden das gut. Oh, wie süß. Oh Gott, Leute, mein Herz explodiert gleich. Kennt ihr dieses Gefühl? No way, wie süß ist das denn bitte? Oh Gott, wie süß. Und die tanzen jetzt einfach so ein bisschen, genießen, sind beide ein bisschen angetrunken und genießen einfach ihr Leben. Und er denkt sich so, boah, dieser Moment, der ist so einprägend für ihn. Er könnte sich gut vorstellen, sogar ihr bei so einer Situation echt zu sagen, dass er auf sie steht, dass er in sie verliebt ist. Dass er aber die Beziehung nicht kaputt machen möchte zwischen ihr und Stephanie und ihr da auch den Freiraum gibt. Oh mein Gott, okay, jetzt wird es sogar ein bisschen noch intimer. Wow, 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 wow. Und ich könnte mir halt auch echt vorstellen, dass er wirklich ihr sagt, was er empfindet und dass er sogar noch einen Schritt weiter geht. Ich könnte es mir wirklich gut vorstellen. Die beiden sehen so süß aus, die zwei, oder? Ich finde es so süß. Sie machen so gerade so einen richtigen glücklichen Eindruck. Er sagt, oh Kira, ich weiß, das ist vielleicht jetzt auch ein blöder Moment, aber da ist was, was ich dir gern sagen wollen würde. Und sie sagt dann, hier, du kannst mit mir über alles reden, egal was es ist, ob ich halt... Ich sag jetzt mal, ob sie jetzt Sana auch so empfindet, ist halt wieder so ein bisschen das andere. Ah, ihr habt euch jetzt ein bisschen zurückgezogen, okay. Ja, sie tanzt auf jeden Fall und der Marlon sagt dann auch so, er riecht ihr Parfüm, er spürt ihre Körperwärme und er sagt, also wenn ich jetzt nicht den Mumm zusammennehme und ihr sage, was ich empfinde, so eine Gelegenheit kriege ich nie wieder. Und er sagt dann auch so, Kira, dieser Moment ist gerade so schön mit dir, versteh mich nicht falsch, aber du... Er fängt dann auch so ein bisschen an zu stottern. Er hatte halt auch noch nie eine Freundin. Das muss man halt auch mit bedenken. Er war nie mit jemand anderem zusammen. Und sagt dann auch so, Kira, du bist für mich jemand ganz Besonderes. Und um ehrlich zu sein, empfinde ich da schon ein bisschen mehr als ja, Freundschaft. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt. Und... Sie fand's schön. Sie fand's schön. Und? Oh mein Gott. Okay. Er hat zu ihr gesagt, ich liebe dich. Er hat ihr seine Liebe gestanden. Und ihre Reaktion darauf ist, passt auf, das hat man mir schon einmal gesagt. Ich hoffe, du meinst es ernst, denn ich liebe dich auch. Wow. Wir dürfen nicht vergessen, dass die beiden natürlich auch noch betrunken sind und dadurch halt die Gefühle vielleicht so ein bisschen zu Kopf steigen. Man weiß nicht, ob sie das wirklich so meint, die Kira. Aber, ja, er hat ihr seine Liebe gestanden. Und was passiert jetzt? Er sagt so, Kira, du bist echt, so eine tolle Frau. Was macht ihr? Oh, no way. Nein. Oh mein Gott, nein. Die haben sich geküsst, die zwei. Sie haben sich geküsst. Oh mein Gott, Leute, ich drehe durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie haben sich geküsst. Oh, nein, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ja. Wir tun jetzt halt so, als hätte der Marlon sie geküsst. Jetzt ging das ja so ein bisschen von ihr aus. Und ja, die beiden merken, okay, die Kira merkt dann auch so, das fühlt sich wirklich anders an. Oh mein Gott, wie cute. Er ist da für sie. Sie hat Schmetterlinge im Bauch. Ja, sie merkt halt wirklich, es ist anders mit ihm. Und irgendwie, er guckt ihr jetzt nochmal hinterher. Gibt ihr nochmal einen Kuss, haucht er ja auch zu und sagt, Kira, der Kuss, der hat mir so gut gefallen.
küsst dann nochmal so ihren Hals und ich sitze hier wie so ein grinsendes Honigkuchenpferd, ihr glaubt's mir nicht. Es ist so süß, so süß. Ich hatte erst gedacht, dass ich mit so einem Cinematic-Film ein bisschen was mache, aber ich wollte halt auch ein bisschen was aktiv dazu erzählen. Und ja, das ist, sie hat zwar in dem Sinn, ja, mit einem Kuss die Stephanie betrogen, aber sie hat sich halt auch ja die ganze Zeit jetzt nicht mehr wohlgefühlt in der Beziehung. Sie ist sehr unzufrieden und ja, mal gucken, wie das weitergeht mit den beiden Mädels. Ich weiß es aktuell noch nicht. Mal gucken, wie die Kira sich entscheidet. Die beiden sind auf jeden Fall jetzt hier total am rumknütscheln. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier noch schnell den ersten Kuss erledigen, dass wir das auch schon in ihrem Profil haben. Und ach, wie süß. Schaut's euch an. Oh, ich sitze hier und bin hin und weg. Gegenseitig anzuhören. Die beiden, die sind Wahnsinn, ehrlich. Oh, okay. Neue Beziehungsdynamik. Heiß. Aber natürlich. Ja, und jetzt gibt's noch schnell den ersten Kuss von den beiden. Und wie gesagt, der Marlon hat sie dann auch geküsst. Und sie spürt dann irgendwie, okay, irgendwie sie... Marlon ist in der letzten Zeit völlig überwältigt vom Romantik und verspürt das Bedürfnis, die Essenz eines liebevollen Sims zu verkörpern. Verantwortung annehmen. Liebestroll. Liebestoll. Ja. Würde ich sagen. Was macht ihr? Die beiden, die sind so wuschig von den Gefühlen gerade. Sie haben sich geküsst. Was? Sie hat keine Lust zu flirten nachdem eine romantische soziale Interaktion fehlgeschlagen sind. Nein, sie ist natürlich nicht kokett. Und ja, es führt dann so eins zum anderen. Die beiden, ja, miteinander schlafen, Techtelmechtel machen. Und mal gucken, ob sie am nächsten Morgen beide noch davon wissen, was stattgefunden hat, dass der Mordern ihr die Liebe gestanden hat, dass sie auf diese Annäherung eingegangen ist, die Kira, sie sich sehr wohl bei ihm fühlt. Verstanden fühlt. Das ist anders als wir mit Stephanie. Die Gefühle spielen verrückt. Ein Techtelmechtel ist im Gange. Beide sind gerade sehr, sehr glücklich. Sie denkt gerade überhaupt nicht an Stephanie und an die Unzufriedenheit in der Beziehung. Dass das gerade nicht so ja, hinhaut, wie es sein sollte. Und ja, die beiden haben ein, ich denke, sehr, sehr erfreudiges Techtelmechtel, was ihnen beiden sehr gut tut. Eins führt zum anderen. Bei einer so heißen Beziehung weiß Kira genau, wohin dieses Gespräch führen wird. Oh, wie süß. Wie süß. Erster Kuss. Und sie ist immer noch total... Oh, sie haben nicht verhütet. Eigentlich sollte nichts passieren. Was machst du hier? Geh weg. Du hast hier nichts zu suchen. Tschüss. Ja, die Kira und der Marlon, die hatten nicht nur ihren ersten Kuss. Nein, er hat auch die Liebe ihr gestanden. Bevor die jetzt hier wegrennen, wollen wir hier noch ein bisschen was Romantisches machen. Ihr könnt mal kurz Händchen halten. Einfach noch ein bisschen romantisch zueinander sein. Ja, eins hat zum anderen geführt. Sie sind danach haben sie miteinander geschlafen. Sie sind beide ein bisschen angetrunken. Wir hatten jetzt keine Verhütung. Ich mache mir da allerdings jetzt nicht sehr große Gedanken. Die Kira hat die Pille zu Hause, die sie einnimmt, soweit ich weiß. Ja, mal gucken, wie dieses ganze Kira, Stephanie, Marlon, ich sag jetzt mal Dreiecksbeziehungen dazu, wie das weitergeht. Ich bin sehr gespannt, ob die Kira am nächsten Tag wach wird und dermaßen einen Kater hat, dass sie nicht weiß, was passiert ist und sich nicht groß an den Abend zurückerinnern kann, was der Marlon macht, ob sie sich erinnern kann und dann, wenn sie sich erinnern kann, was sie macht. Wird sie mit Stephanie in ein Gespräch gehen? Wird sie sich trennen? Wird sie mit Marlon zusammenkommen? Wird sie erstmal gar nichts sagen? Viele, viele Fragen und Angelegenheiten, die die beiden hier haben. Ja, ich würde sagen, der Marlon, der ist gerade so im Liebesrausch, der wird sie auf jeden Fall nochmal extrem abknutschen und sagen, hier, egal wie du dich entscheidest, ich bin für dich da. Ich akzeptiere jede Entscheidung, die du entscheidest, aber bitte schließ mich nicht aus.
schließ mich mit ein in deine Entscheidung, nicht mit deiner Entscheidung, sondern in deine Entscheidung. Und ja, sein Liebesgedicht haben wir natürlich jetzt nicht gebraucht, aber es war trotzdem sehr, sehr süß, wie er das geschrieben hat, sich Gedanken gemacht hat. Und ja, jetzt stehen sie leider hier. Oh Gott, okay. Das sieht ein bisschen komisch aus, weil sie so hier in verschiedenen Höhen sind. Aber okay. Es ist soweit alles durchgekommen, was ich jetzt wollte. Ja, Marlon hat seine Liebe gestanden. Die beiden hatten 1-2 Gläser, vielleicht zu viel. Es hat eins zum anderen geführt und die Kira ist gerade aktuell total müde. Oh, okay. Also ihr dämmert es schon unbewusst. Kira ist ein wenig benommen von den Folgen ihres Handelns. Sie denkt über das Warum nach und darüber, welche Konsequenzen es später haben könnte. Also sie weiß schon, was abgegangen ist. Sie ist gerade sehr müde, spürt den Funken. Die Berührungen, die Kira mit ihrem Liebhaber teilt, fühlen sich an wie ein Blitzschlag. Eine Berührung wie diese kommt ein Herz. Diese konnte ein Herz zum Schlagen bringen. Es jagt ihnen Schauer über den Rücken und Kira fühlt immer noch ihre Haut von Erregung kribbeln, wenn sie daran denkt. Also ihr merkt, die Vibes stimmen. Nur wir müssen jetzt gucken, wie das halt weitergeht. Ja, ich würde sagen, wir laden den Marlon jetzt einmal aus. Ich würde jetzt aber gerne mit euch noch einmal hier ins Profil reinschauen. Wir haben... ich dachte gerade, jetzt sind die Geschwister. Jetzt habe ich schon gerade einen Schreck gekriegt, aber das sind ja die Gruppen, die haben. Okay, der erste Sim, den er je geküsst hat. Die beiden hatten auch ihr erstes Techtelmechtel in dem zusammen. Sie sind beide sehr angezogen. Kira ist immer noch unsicher mit der Zufriedenheit. Der Marlon ist sehr zufrieden. Die Beziehung ist heiß zueinander. Es bleibt spannend und ja, ich würde sagen, wir schicken den Marlon jetzt raus aus der Gruppe. Wir lassen die Kira nach Hause laufen und ich wette mit euch, sie wird jetzt so ein bisschen betrunken vor sich hin latschen, genauso. Und ihr dämmert das alles noch nicht. Sie fühlt sich total glücklich, befreit, leicht, auf Wolke 7 und denkt gar nicht gerade groß an die Konsequenzen. Sie hat ein bisschen so ein komisches Gefühl im Bauch wegen, wie ihr das Moodlet schon gesehen habt, der Konsequenz Stephanie gegenüber. Aber sie ist gerade so glücklich auf Wolke 7. So ein Gefühl hatte sie noch nie. Auch bei Stephanie nicht. Das ist ein ganz anderes Gefühl irgendwie. Und ja, sie wird jetzt direkt in ihr Bett fallen und schlafen gehen, so wie sie ist. Und am nächsten Morgen vielleicht, wenn sie sich dran erinnert, mit ihrem Bruder drüber quatscht, mit dem Preston, vielleicht auch eher mit dem John. Die sind nämlich eher so ein bisschen connected. Moment, wie geht's unseren Katzis? Denen geht's gut. Preston geht's gut, Gabby geht's gut. Okay, heißt, wir können mit Kira schnell noch das zu Ende machen. Und ja, sie ist total happy. Und ja, sie hat dieses Mist, ich habe sie betrogen. Wir gucken mal gerade hier auch rein. Kira hat Stephanie betrogen. Die beiden sind verlobt, aber sie ist immer noch sehr unzufrieden. Und die Stephanie, auch lustig, sie weiß gar nicht, wie sie sich so fühlt. Also, es ist eine schwierige Situation, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, für die heutige Folge, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich würde nämlich sagen, wir machen Schluss für heute. Die Kira hatte einen aufregenden Abend und einen Tag hinter sich. Und ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Wir sehen uns auf jeden Fall dann in der Familie Winterwoche wieder. Die wird, ich werde dir den Zeitraum einblenden, im Dezember stattfinden. Und da wird es dann weitergehen. Wir werden mit Kira und Marlon weitergucken, aber auch mit Kira und Stephanie. Wir werden mit Naomi weitermachen. Wir werden mit der Emilia weitermachen, die ihr Baby bekommen mit dem Henry. Wir werden mit John und Linda, mit den anderen auch. Wir werden alle Haushalte so ein bisschen mal besuchen. Ich möchte zum einen auch die Hochzeit von Celine und Elias ein bisschen vorantreiben. Vielleicht gibt es sie sogar schon in der Woche. Also sei gespannt. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Sehr, sehr schön, finde ich. Hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass es dir heute gefallen hat. Wenn ja, gib mir gerne ein Like und einen Kommentar. Schreib mir deine Meinung, deine Gedanken. Ich höre sie mir gerne an und lese sie vor allem sehr gerne und gebe dir dann meine Meinung dazu. Wir können gerne dann in einen Austausch treten. Wenn du neu bist, möchte ich dich hiermit ganz herzlich willkommen heißen. Vergesst die Glocke nicht, dass du keine Videos mehr verpasst. Für Bestandsabonnenten natürlich genauso. Aktiviert gerne die Glocke, damit ihr die Videos nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem nächsten Sims 4 Video oder vielleicht sogar bei Guild Wars. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Habt noch ein wunderschönes Wochenende und bis dann. Ciao, ciao.